Schönen guten Tag am nunmehr 22. November 2020. Es wird kalt, nicht nur nachts, sondern auch tagsüber hat es zum Teil hier schon Minusgrade und dementsprechend viel Spaß macht es, hier sich im Außenbereich aufzuhalten bzw. dort zu arbeiten. In den letzten Tagen ging es hier doch nochmal an den Fundamenten zur Sache, da war noch das eine oder andere zu erledigen und daher möchte ich den Beitrag hier gerne beginnen und wir werden später auch nochmal kurz ins Haus gehen und da eben schauen, was sich in der Zwischenzeit ergeben hat. Beginnen wir, wie gesagt, zunächst einmal mit den Fundamenten. Da waren in den letzten Tagen eben noch die eine oder andere Vorbereitungsmaßnahme zu erledigen. Die sind jetzt aber soweit abgeschlossen und jetzt kann hier tatsächlich der Beton fließen. Und das soll auch tatsächlich im Laufe der nächsten Woche passieren. Ich habe den eben bestellt und wenn alles klappt, dann ist zumindest beim nächsten Beitrag, sind die Hohlräume mit Beton verfüllt. Hier kann man jetzt nochmal den Aufbau eines der beiden Streifenfundamente sehen. Das besteht ja zum einen aus eben diesen Hohlblocksteinen. Vier Reihen sind das, 1 Meter hoch. Und in den oberen Bereichen 10-12 cm ist das Ganze nochmal eingeschalt, damit man das eben mit Beton verfüllen kann. Diese Schalung dient halt der genauen Nivellierung und dem Erreichen des endgültigen Niveaus. Das ist jetzt alles mit dem Laser eben eingemessen. Und dementsprechend wird das jetzt hier alles bis zur Oberkante eben hier mit Beton verfüllt werden. Man kann hier jetzt eben auch ganz gut das Eisen sehen, das wir hier eingearbeitet haben. Zum einen eben jeweils in diese Richtung, auf jedem Hohlblockstein liegend und zum anderen eben senkrecht dazu, im Abstand von einem halben Meter oder so. Und ja, das Ganze dient eben nochmal zur Verstärkung. Laut Bewährungsplan wäre das gar nicht notwendig gewesen, aber das schadet nie und wir hatten das halt übrig und das hilft dann auch nochmal ein bisschen bei der Stabilisierung des Ganzen, damit das auch irgendwie in sich nicht nochmal wackelt oder sich verschiebt, wenn die Erde sich bewegt oder so. Auch auf der gegenüberliegenden Seite, beim zweiten Streifen, hat sich jetzt hier nochmal ein bisschen was geändert. Und zwar, das kann man hier jetzt sehen, gibt es hier so sogenannte Entwässerungsblöcke. Das ist im Prinzip jetzt einfach erstmal nur ein Styroporblock, der halt dafür sorgt, dass hier ein entsprechender Hohlraum entsteht, wenn man jetzt das Ganze betoniert. Und da geht jetzt hier so ein Abflussrohr rein und das Ganze dient dann eben der Entwässerung. Also hier gibt es ein Fallrohr bei der Garage und das Wasser fließt halt dann hier rein und geht dann um die Ecke heraus. Fließt eben heraus, so dass das Ganze eben hier abfließen kann. Das Ganze wird jetzt hier dann nochmal verbunden werden mit dem Entwässerungsblock des zweiten Elements. Also hier gibt es eine ähnliche Konstruktion und das Ganze wiederum muss dann halt hier irgendwie zu dem Abflussrohr noch geführt werden. Also dieser Teil fehlt noch, diese Rohrarbeiten muss man tatsächlich noch durchführen. Um Rohrarbeiten ging es in den letzten Tagen eben hier auch. Ich habe hier, glaube ich, an 2 bis 3 Abenden in der letzten Woche hier das ordentlich umgebuddelt und die Rohre hier eben vergraben. Das sind 2 Rohre, die hier eben ankommen. Das eine geht hier direkt durch das Fundament hindurch und dient eben der Versorgung mit, dient als Leerrohr in erster Linie und dient eben der Versorgung mit Leitungen hier im Eingangsbereich bzw. im Gartenbereich. Und das zweite dient auch als Leerrohr und verläuft dann hier entlang. Hier kann man es dann wieder sehen. Und wird dann hier weitergeführt um die Ecke herum und endet dann eben hier im Fundament oder geht durch das Fundament hindurch und dient dann eben der Versorgung der Garageneinfahrt mit Leitungen für Beleuchtung und eventuell elektrisch beheizt oder was auch immer man da im Nachgang eben machen möchte. Aber so hat man eben die Möglichkeit, dort Kabel hinzuführen. Hier kann man das jetzt eben ganz gut sehen, wie viel ich hier jetzt um- und aufgegraben habe. Die Erde, die ist hier an der Stelle sehr lehmig, sehr hart. Ich habe jetzt hier wirklich mit dem Spaten das erstmal lockern müssen, das dann alles hier herausgegraben, das Rohr verlegt, eingesandet, wieder zugeschüttet, ein bisschen verdichtet. Und das dauert eben alles seine Zeit. Und dementsprechend war ich hier jetzt einige Abende lang beschäftigt. Man kann jetzt hier eben die 2 Rohre sehen, die dann durch den Garagenboden hindurch in dieses Eck der Garage geführt werden sollen, an die Rückwand. Und hier gibt es ein weiteres Leerrohr. Das kommt eben vom Hausanschlussraum. Und das wird jetzt auch hier nochmal nach vorne geleitet. Und auch das soll dann ähnlich wie hier mit so Formstücken eben nach oben
gebogen werden, sodass man auch das in der Garage durch den Boden hindurch nach oben kommt und dass man hier eben eine Anschlussmöglichkeit hat von der Garage in den Hausanschlussraum. Leider hatten die jetzt im Baumarkt keinen, also das leere irgendwie nicht im Regal, das ist halt vom Durchmesser her, ich glaube 160, nicht mehr das, was irgendwie üblich ist. Und jetzt muss ich mal sehen, wo ich mir das in den nächsten Tagen schaffe, damit ich hier diesen letzten Meter eben auch noch ausgestalten kann. Ansonsten habe ich die Gelegenheit auch genutzt, die Zisterne hier wieder frei zu schaufeln. Und zwar war die mittlerweile komplett eben ja auch mit eingesandet, überschüttet gewesen, sodass man da eben keinen Zugang mehr hatte. Ich habe auch einen Blick reingewagt gestern und musste feststellen, zu meiner Überraschung tatsächlich, dass die schon vollständig gefüllt ist. Also da befinden sich jetzt 6000 Liter Wasser. Und ich muss gestehen, dass ich nicht erwartet hätte, dass die sich jetzt hier so ein paar Wochen füllt. Eigentlich subjektiv gesprochen hat es gar nicht so viel geregnet. Das ist aber ein ganz gutes Zeichen, dass die sich eben auch so schnell füllen kann. Genau, das waren jetzt also so in den letzten Tagen die Arbeiten hier im Bereich der Garagenfundamente. Wie gesagt, das ist jetzt soweit fertig und kann eben betoniert werden. In den nächsten Tagen, in der nächsten Woche ist da eben auch schon der Beton bestellt. Und wenn da alles gut läuft, dann ist das nächste Woche dieses Kapitel hier abgeschlossen.